Hier tobt das süßeste Chaos Deutschlands. 6 neue Welpenschüler wollen oder sollen ab heute das Hunde-ABC lernen. Ihr Lehrer hat sich einiges vorgenommen. 2 Punkte habe ich mir für diese Welpenklasse als Schwerpunkt gesetzt. Das eine ist die Beziehung zwischen den Welpen und ihren Besitzern. Das ist das Wesentliche. Und das zweite ist das Thema Gelassenheit. Weil das fehlt den Welpenbesitzern häufig und deswegen passieren Fehler. Diese beiden Punkte werden wir in den Fokus setzen. Auf die neue Welpenklasse warten nicht nur neue exklusive Klassenräume, sondern neuer Unterrichtsstoff, der sie auf das Leben vorbereitet. Ist nicht schlimm, dafür trainieren wir es, ja? Platz. Wie in jeder Klasse gibt's hyperaktive Klassenclowns und Vollverweigerer. Er muss pinkeln gerade ins Quellebad. Doch Welpentrainer André Vogt hat für jeden Hund individuelle Lernmethoden. Mal gucken, ob Carlos auch Lust hat. Carlos! Auch Promi-Welpe Ilvi muss in die Schule. Ihr Frauchen ist TV-Star Lina Larissa Strahl. Und die braucht dringend Hilfe von Welpentrainer André Vogt. Komm mal her und Kärbchen. So, genau. Sehr gut. Das ist ja völlig entspannt, im Gegensatz zu mir. Außer Schulbank gibt's aufregende Wandertage für die Welpenschüler, die die Klasse so richtig zusammenschweißen. Los geht's mit 8 Wochen Welpenschule. Die erste Welpengrundschülerin kommt zum ersten Schultag. Coco ist ein 13 Wochen altes Labrador-Mädchen, ist absolut verspielt und frisst alles, was ihr unter die Nase kommt. Doch wer kann bei diesem Anblick schon böse sein? Wir sind natürlich super gespannt, die anderen Hunde kennenzulernen, André auch kennenzulernen und auch ein Stück weit zu sehen, wie hat Coco sich die letzten Wochen entwickelt, haben wir unseren Job total schlecht gemacht. Bei Coco soll angegangen werden, dass sie definitiv nicht mehr an den Teppich geht, darum knabbert, Schuhe in den Mund nimmt oder Füße ankaut. Probleme, die auch Emmas Eltern kennen. Das Golden Doodle Mädchen interessiert sich mit ihren 13 Wochen für alles, was herumliegt. Nicht aber für die Kommandos ihres Frauchens. Wir haben einen großen Industriesauger zu Hause und da hat Emma sehr viel Angst vor. Also dann verkriecht sie sich immer ganz tief in die äußerste Ecke unter die Couch. Und das zweite Problem ist, dass sie nicht abrufbar ist. Bei uns vor der Tür ist ein Grünstreifen und da sind auch sehr viele Kinder, andere Hunde. Und da können wir rufen und schreien und weiß ich nicht was tanzen. Sie kommt einfach nicht. Der dritte ABC-Schütze ist ein Bearded Collie. Mit 14 Wochen ist Moose im Pflegealter und daher besonders aufdringlich. Gerade bei seiner Größe ein echtes Problem. Die beiden Probleme beim Moose sind einerseits, dass er an den Leuten hochspringt, wenn Besuch kommt oder auch draußen, wenn die Leute sich über ihn freuen. Und das zweite Problem ist, dass er den Besen attackiert. Da wird sich Moose in Zukunft sehr schnell andere Hobbys suchen müssen. Welpengrundschüler und Chihuahua Eddie hört mit seinen 14 Wochen schon ganz gut. Und dennoch bringt er seine Eltern zur Verzweiflung. Probleme sind das Autofahren. Sobald wir ins Auto einsteigen, fängt er an zu bellen und hört nicht mehr auf zu bellen. Es sei denn, ich steige aus und nehme ihn raus. Ja, und vor Wasser hat er auch ziemliche Angst. Da würden wir ihn gern dran gewöhnen, dass er ein bisschen mehr Spaß daran hat, ins Wasser zu gehen. Weil wir wohnen noch direkt am Rhein und das wäre ganz schön, wenn er das machen würde. Auch Toffee hat heute seinen ersten Schultag. Der 15 Wochen alte Cockapoo durfte bis jetzt auf dem Rücksitz in Mamas Arm schmusen. Toffee ist ein Mamakind und tut sich noch schwer bei anderen. Ein Hauptproblem mit ihm ist einfach, dass er beim Spielen manchmal wirklich nicht mehr mitbekommt, dass es Spiel ist und am Anfang wirklich anfängt, richtig doll zuzubeißen und auch einfach nicht aufhört, egal was wir versuchen. Und das andere draußen mit anderen, vor allem anderen Personen, ist er sehr schüchtern bis ziemlich ängstlich auch. Er fremdelt schon sehr, genau, sehr also stark. Genau, also da hat er immer sehr viel Stress und das würden wir uns wünschen, dass das... ja, dass er schneller Vertrauen aufbauen kann, ja, zu fremden also Menschen. Einfach nicht so viel Angst hat. Genau. Na dann kann der erste Schultag ja beginnen. Und Lehrer André Vogt ist nicht alleine.
Meine kleinen Schüler werden diesmal auf eine neue Assistentin treffen. Und zwar wird Eva mich begleiten. Eva ist eine Trainerin bei mir aus der Hundeschule und wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Siehst du schon jemanden? Ich glaube, da kommt schon jemand, oder? Ja. Das sieht nach einem Welpen aus. Ja, auf jeden Fall. Genauer gesagt nach Emma. Hallo. Hi, ich glaube, ihr seid hier richtig. Ja. Grüß euch. Das ist unsere Emma. Hey. Ah, grüß dich. Hi. Oh Gott. Ja. Ein sehr freundlicher Hund. Wir werden Freunde, ne? Ihr zwei. Und auch Schulkind Moos ist voller Vorfreude. Temperamentvoll. Auf jeden Fall. Das sieht nach viel Energie aus. Ja. Du bist ja ein Bilder. Man sieht es auch hier, dass Moos jeden anspringt und vor Energie nur so strotzt. Den müssen wir erstmal bändigen. Auweia. Und hier kommt Coco. Wen haben wir denn da? Oh, eine kleine Schnappschildkröte. Guck mal an. Hei, 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 hei. Nee. Ein Chihuahua. Das habe ich mir immer mal gewünscht. Klasse. Hi, hallo. Wer bist denn du? Eddie. Sieht mutig aus. Das ist also das. Hallo, Eddie. Super, mal einen Chihuahua dabei zu haben. Die gelten ja so als Handtaschenhunde und werden oft gar nicht richtig als Hunde wahrgenommen. Und da freue ich mich drauf, das Gegenteil zu beweisen. Auch Eddie freut sich sichtlich. Im Gegensatz zu Toffi. Oh, ein bisschen schüchtern, ne? Du bist ein bisschen vorsichtig, ne? Toffi macht auf mich einen sehr, sehr unsicheren Eindruck, fast schon ängstlich. Das ist ungewöhnlich für dieses Alter. Da bin ich gespannt drauf, ob das ein größeres Problem für uns wird. Erstmal bieten die Eltern ja noch Schutz. Bei der ersten Unterrichtsstunde dürfen sie noch da bleiben. Beim Einparken geht es um die nonverbale Kommunikation. Ihr Lieben, bevor es gleich ins Loft geht, machen wir eine Übung hier zusammen. Und zwar geht es ums Einparken. Die Eva wird das gleich mal demonstrieren. Wen möchtest du? Die Coco. So, dann holen wir die Coco rüber. Einparken bedeutet, dass der Hund quasi einmal hinter euch unter eure Beine geht und sich da hinsetzt. Das hat den Hintergrund, dass das Sicherheit geben kann. Speziell bei Hundebegegnungen oder überhaupt bei Begegnungen ist uns wichtig, das Thema Beziehung zu stärken. Und dafür macht diese Übung total Sinn. Das heißt, einfach wie die Eva es gerade zeigt, zieht ihr euren Hund einmal von hinten zwischen eure Beine, belohnt da ruhig mal und dann ziehen wir mit dem Futter so einmal nach oben. Dann setzt der Hund sich in der Regel automatisch hin, also selbst wenn die noch keinen Sitz können. Und dann belohnen wir das auch nochmal und gehen nach hinten weg. Super. Nicht mit dem Fuß nach vorne gehen oder drüber stolpern, sondern den Fuß nach hinten wegnehmen. Ja, ansonsten könnte es sein, dass eure Hunde Angst bekommen. Und das wäre jetzt eure Aufgabe. Bitte probiert das alle mal aus. Eddie ist klein. Aber oho, wenn da nicht diese riesigen Hügel wären. Richtig gut. Da war ein Berg im Weg. Manchmal allerdings scheint der Unterricht für die Eltern schwieriger als für die Welpenschüler. Ja, der ist ja nicht doof. Der weiß schon, dass du noch was in der anderen Hand hast. Ja, du hast nicht das Leckerli an deine andere Hand weitergegeben, sondern das hochgezogen und das hochgezogen und dann versucht, mit der weiterzuführen. Das war nicht so gut von mir. Fehler erkannt, Fehler gebannt. Guck mal, machst du einfach so eine Bewegung. Ja, ja, also so ein bisschen knackiger und dann steht sie auf. Okay. Coco. Auch Cocos Frauchen hat Probleme. Oh, jetzt hast du dir aber einen ganz schönen Knoten da unten in die Füße gemacht. Sortier dich einfach noch mal neu und dann fängst du noch mal von vorne an. Ja. Mein Fuß war gerade einmal so komplett in der Leine verstrickt und dann rauszukommen und auch eine Weisung oder Anweisung körperlich zu geben, für mich war es jetzt schwieriger, glaube ich, als für Coco. Und auch die Eltern von Moos müssen noch mal ran. Das war's aber natürlich noch nicht mit dem Training. Wir werden eure Welpen jetzt ins Loft bringen. Macht euch eine schöne Zeit und dann sehen wir uns heute Nachmittag im Loft. Der Moment des Trennens ist natürlich immer für unsere Welpenbesitzer recht schwer. Zumindest das erste Mal, wenn sie beim zweiten Mal sehen, wie gerne sie kommen, legt sich das meistens. Deswegen lenken wir die Welpen ab, damit sie das gar nicht mitkriegen und die Besitzer so schnell wie möglich auch gehen können. Und wie fühlt sich das an? Ein bisschen Herzschmerz dabei. Ja, man weiß halt nicht so ganz, was passiert jetzt. Wird sie Spaß haben oder wird es vielleicht so anstrengend? Also schon schwierig. Und damit stehen Cocos Besitzer nicht alleine da. Ein bisschen Sorgen machen wir uns um Toffi, ob der das gut verpackt. Aber so ein bisschen freut man sich ja doch auch auf mal so ein paar Stündchen, wo man nicht permanent beobachten muss. Da haben wir Zeit zum Putzen, ne? Ja, also das steht auf dem Plan.